Was? Warum denn? Hallihallo und einen wunderschönen Donnerstag und nicht nur das. Es ist auch noch Start in den August, ist das toll. Meine lieben Kaspar, Kasparinnen, Kaspins, Kaspis, Kasperne, Kaspinos, Kaspunauten, Kaspunautinnen, Kaspunaut, Außen, Kasperessierte und kaputte Kalkbrenner aus Kapsweier. Mein Name ist Arbeitspulli und die Leute sagen immer... Du kannst ganz gut Witze reißen, aber vertragen kannst du selber keine. Fast richtig. Ich kann auch nicht gut Witze reißen. Aber ich kann sie auch nicht vertragen, also von daher passt schon. Habt ihr natürlich erkannt, Miss Marple, ich habe nur gerade vergessen, welcher der vier Filme ist wahrscheinlich Vier Frauen und ein Mord, weil die Stelle kommt mir gerade überhaupt nicht bekannt vor und das ist der Film, den ich am seltensten sehe. Der gefällt mir einfach nicht so. Was mir sehr gut gefällt, ist das, was unser herzallerliebster Medienmoppel mit Metal-Hintergrund aus Franken so in seinen frühen Jahren produziert hat. Das waren wunderbare Kunstwerke und wir machen einfach weiter in der chronologischen Verwurstung. Und ich habe das Gefühl, nicht nur bei uns fängt ein neuer Monat an, auch bei ihm startet was Neues. Gleich seht ihr auch, warum ich das Gefühl habe. Wir sind nämlich bei Flug des Drachen 1. Lasset das Flucken beginnen. Ihr kennt ja alle den Film Einer flucht übers Kuckucksnest und da hat er sich wohl gedacht, er startet komplett neu. Dienstag, 21.10.2014, klarer Himmel, 6 bis 16 Grad und würde ich sagen, dann lassen wir das Flucken einfach mal beginnen, oder? Mittelleute, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Hallo, dein Boden quietscht. Wir haben es schon mitbekommen, ich habe jetzt neue Haarfarbe. Ja, ihr wisst ja, seine Haare ändern je nach Stimmung die Farbe. Oder waren das die Augen? Ich mache das ja normalerweise, weil ich es total scheiße und assig finde. Und ich, was heißt assi nicht, aber ich finde es total scheiße, Haare zu färben, weil es macht die Haare kaputt und das gefällt mir eigentlich nicht. Da ist die Zeit aber versuchen, ein paar neue Sachen anzugewöhnen, darunter neue Haarfarbe und alles. Und habt ihr euch auch schon mal eine neue Haarfarbe angewöhnt? Rainer, wie wär's denn, wenn du dir andere neue Sachen angewöhnst? Zum Beispiel Qualität oder Schulabschluss nachmachen oder so. Oder irgendwas mit deinem Boden machen, der quietscht lauter als du sprichst. Und was ist das für ein komplett überladenes Overlay? Und neue Frisuren. Und dachte ich mir einfach mal, scheiß drauf, jetzt mache ich das. Wenn ich immer nach links schaue, da bauen zurzeit die Bauarbeiter unten auf der Straße weiter und das ist ein bisschen lästig momentan. Dann geh runter und sag denen, die sollen aufhören. Du musst hier oben arbeiten. Da können die nicht unten einfach rumhampeln. Fängt jetzt die Staffel an, wo er einen auf Italiener macht? Versucht er noch die Drachenlady anzubaggern? Ich hoffe, dass die jetzt nicht so laut sind, während ich aufnehme. So, es gibt ein paar Sachen, die ich recht cool finde zurzeit. Ich schreibe zurzeit mit ein paar Fans. Ein paar habe ich im Skype mittlerweile, braucht mich übrigens gar nicht anschreiben. Also braucht mich gar nicht anschreiben, ja, boah, nimmst du mich mit dem Skype an oder so, das haben auch schon ein paar gemacht. Solche Leute nehme ich vorübergehend, oder eigentlich generell nehme ich solche Leute gar nicht gerne in Skype an. Wenn ich mit jemandem langfristig schreibe und auch denke, ja, mit der Person finde ich eigentlich nicht schlechter, wegen zu schreiben, dann biete ich den Leuten das Skype an und dann biete ich das an. Also für alle, die meinen, ich habe jetzt eine Person mal mit reingenommen, das ist bisher auch in Ordnung und alles, mit der schreibe ich jetzt eigentlich auch kaum, mit der, ja, ich sage jetzt den Namen bewusst mal nicht, die Person, die ich meine, die weiß es, aber tut mir den Gefallen und schreibt mich nicht, weiterhin nicht immer an, welcher Skype, ich werde niemanden in Skype annehmen. Rainer, nimmst du eigentlich jemanden im Skype an? Suchen und halt dann hinzufügen, weil ich das, wenn ich sowas machen möchte, dann mache ich das. Jetzt komm doch mal zum Punkt, Junge. Von mir aus. Meine Güte, also dieses Rumgeeier. Man kann doch einfach sagen, Leute, es bringt nichts, mich im Skype anzufragen, ich nehme niemanden an, sonst habe ich eine ellenlange Liste mit Leuten. Punkt, Ende. Da muss man doch nicht ewig drum rumquatschen und noch erzählen, ja, einen habe ich mal angenommen, aber den kenne ich auch, der hat auch die Haare schön und ich habe gesehen, er trägt Schuhe. Meine Güte, Rainer, ernsthaft. So, das gleiche gilt übrigens auch für Twitter und auch für Instagram. Ihr braucht, oder Instagram, wie auch immer ihr das aussprechen wollt. Es haben mich schon ein paar Leute angeschrieben, beziehungsweise haben schon ein paar Leute Kommentare geschrieben, die habe ich dann weg.
ob ich Ihnen nicht bitte folgen könnte auf... Rainer, tu mir einen Gefallen, beweg die Füße etwas mehr. Das Quietschen vom Boden ist doch angenehmer als dein Gelaber. Instagram und so weiter. Wenn ich jemanden folge, dann folge ich ihm, weil ich halt seine Sachen interessant finde oder weil ich halt da denke, okay, cool, der Person folge ich jetzt halt. Das gleiche gilt auch für Twitter. Also tut mir den Gefallen und schreibt mich nicht an. Boah, kannst du mir voll krass folgen, wäre voll geil von dir. Ey, folg mir mal voll krass, Alter. Wenn ich jemanden folgen will, dann mache ich das von mir aus und ja. Der ASK.fm ist jetzt weg, der Account, den... Och, schade, Reini. ...habe ich gelöscht. Den alten Twitter-Account gab es jetzt auch schon nochmal. Es gibt jetzt einen neuen Account, der ist in der Beschreibung auch mittlerweile verlinkt. DrachenL nennt es sich. Drachenlord DrachenL oder Drachenlord at DrachenL. Oder L DrachenL, L Lord L. Wie dem auch sei. L Dracho. Eine andere Sache, die ich mit euch bequatschen möchte... ich habe jetzt in der letzten Zeit öfter darüber nachgedacht. Poster, Sticker und Autogrammkarten bräuchte ich ja wieder. Am besten machst du einen Posterverkauf im Hof. Das kommt immer gut. Also ich bräuchte wieder Autogrammkarten, ich bräuchte Sticker und ich bräuchte Poster. Was ich halt machen möchte und ich möchte vor allem endlich mal Patches machen. Ich habe schon die Designs einigermaßen ausgewählt. Ich meine, die Autogrammkarten bleiben natürlich im gleichen Design. Aber ich möchte mir dann mal welche bestellen, dass ich dann mal mehrere habe. Weil das wäre doch cool, oder? So als Drachengang nach Wacken gehen mit einem riesen Drachenlord-Patch auf dem Rücken. So auf der Kutte, oder? Ey, da bist du der Held. Das selber drucken, das ist auf die Dauer, das haut nicht hin. Das hat am Anfang jetzt gut hingehauen. Und es ist jetzt halt irgendwas Besonderes halt, weil es halt extra Dinger sind. Aber es gibt halt ein paar, die ich eben, das mache ich einfach momentan nicht mehr, weil das mir zu krass ist. Der Drucker, das backt der Drucker auf die Dauer auch gar nicht. So, der ist ja gar nicht dafür ausgelegt, so viele innerhalb von kurzer Zeit so extrem krass viel zu drucken. Worum geht's eigentlich? Also ich bin geistig schon wieder komplett ausgestiegen. Auch schon teilweise Rumspinnereien gehabt, hat er plötzlich eine falsche Farbe genommen, hat plötzlich die Farbe weggelassen, obwohl sie voll war und alles so ein Blödsinn. Könnt ihr mal die Schnauze halten? Ich nehme auf. Also die Typen. Rainer, die Leute arbeiten da draußen. Ich weiß nicht, was du gerade machst, aber die arbeiten. Gehen mir echt auf die Nerven momentan. Reißen die Straße auf, stellen kein Schild auf, dass man nicht durchfahren kann. Wenn die Straße aufgerissen ist, merkst du doch, dass da keine Straße mehr ist. Da brauchst du auch kein Schild mehr. Ich komme vor oben daher gefahren und dann kann ich nicht durchfahren, weil die Kasper sich da weichern, das Schild aufzustellen. Heute können sie hier nicht durchfahren. Oder können nicht zu ihrem Haus fahren, wie auch immer. Voll assi, ey. Oh, das ist Mobbing, Rainer. Du musst die anzeigen. Muss ich jedes Mal rückwärts den ganzen Berg runterfahren und wieder heimfahren. Zurückfahren, dass ich heimfahren kann. Ich würde fast wetten, dass es in der Zeitung angekündigt war. Ich hoffe, das hört man jetzt in der Aufnahme. Die brüllen da draußen rum, da werde ich gleich stinkig, ey. Jedenfalls, ich möchte jetzt seit heute mit euch noch kurz was anderes besprechen. Ich habe ein neues Video gemacht auf Drachenlord. Das ist das erste, das soll quasi, es ist ein wenig so dieser Prototyp für die neue Varianten der Videos auf meinem Kanal. Und ich möchte vor allem... Oh, Junge, der Fußboden... Da hat man doch Angst, dass er jeden Moment durchbricht, oder? Kennt ihr den Film Geschenkt ist noch zu teuer? Wo er die Wanne füllt und dann bricht die einfach durch den Boden? So eine Szene erwartet man bei dem Bodengeknarze. Ich möchte dafür bald hergehen und möchte da auch für euch neue Sachen machen. Solche Videos werden auf Drachenlord in Zukunft oft kommen. Auf Drachenvlog werde ich öfter aufnehmen und auch öfter hochladen als auf Drachenlord. Aber dafür werden die Videos hier ein bisschen trashiger. Also das heißt, noch trashiger? Ja, Donnerwetter. Es wird ein bisschen weniger geschnitten. Es wird ein bisschen so... Im Prinzip wird es eigentlich das, was halt vorher auf Drachenlord war. Nur halt, dass ich hier keine richtigen krassen Videos mache. Und es hier nicht zwangsläufig um Metal gehen wird. Es geht hier einfach eigentlich um... Naja, im Prinzip mich. Für alle, die das interessiert. Das ist halt ein bisschen so, ich finde mein Leben. Ein bisschen so wie ungefilmt. Das habe ich allerdings erst im Nachhinein wieder rausgefunden, dass er sein ganzes Leben da quasi verfilmt. Da hat er irgendwie jeden Tag ein Video, was er da macht. Das ist voll. Hat er hinterher rausgefunden, ja. Genau, Rainer. Krass, finde ich. Die Zeit habe ich natürlich nicht. Zumindest noch nicht. Dass ich da jeden Tag filme und alles, was ich so den ganzen Tag treibe, das ist schon heftig. Also, naja, gut. Eine andere Sache ist jetzt mein Let's Play-Kanal. Ich bin zurzeit nicht in der Lage, groß an Let's Plays zu basteln oder was zu machen. Ich zocke auch überhaupt nicht mehr, mal abgesehen davon. Es werden jetzt in der nächsten Zeit ein paar Videos, ich werde jetzt über Nacht, heute Morgen und so, ein paar neue Videos von Assassin's Creed hochladen, dass da was kommt. Aber dann wird da auch nicht mehr sonderlich viel kommen, erst nochmal.
Assassin's Creed habe ich noch da, Divinity habe ich noch da und alles andere habe ich momentan nicht da. Wieso? Wo sind deine ganzen Spiele? Hast du die alle ausgedruckt und irgendwo im Wald vergraben oder an deine vielen Kumpels verliehen? Außerdem sind ein paar Parts von meinem anderen Projekt draufgegangen, was ein bisschen nervig ist und ich nicht weiß, ob ich da weitermache. Ja gut, ich denke, das war es jetzt soweit erst einmal von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, war fantastisch, Rainer. Ich bin begeistert. Also, du siehst das nicht, aber ich hopp's hier gerade im Dreieck vor lauter Freude. War jetzt nicht so das sonderlich Spannendste vom Ei, aber... Doch, das war, sagen wir, es war das Zweitspannendste vom Ei. Ja, ist heute mal nicht so schlimm. Ich werde in der nächsten Zukunft öfter so Videos hier machen und... War das eine Drohung? Immer ein bisschen zu quatschen. Ich werde auch nicht zwangsläufig hier vom Greenscreen stehen, ich werde auch mal woanders stehen. Greenscreen? Ich hab gedacht, der hat da eine schwarze Wand. Wer da mal unten auf der Couch sitzen im Wohnzimmer oder eben drüben vom Kamin und so weiter. Was heißt vom Kamin? Einer seit wann hast du einen Kamin? Das Kamin habe ich ja in dem Sinne auch nicht, das hat einen Ofen. Aber im Winter sitze ich da ganz gerne speziell jetzt, oder ich sitze ganz gerne auf dem Bett, weil hier ist eine Tür, ja, zum Balkon raus und da ist es ganz cool, wenn man da ein bisschen was machen kann. Du sitzt gerne auf dem Bett, weil da eine Tür zum Balkon ist und dann ist es ganz cool, wenn man was machen kann. Ich versuche gerade den Sinn dieses Satzes zu erfassen. Es gelingt nicht. Nein, schade. Kann man rausschauen, während man liest oder was, finde ich ziemlich cool. Guck dir auch gern durch die Gegend, während ihr lest. Ich mache das auch unfassbar gerne. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drachenlord. Haut rein und ciao, Leute. Ja, tschö. Mein lieber Scholli. Herr Rainer, wenn das dein neuer Stil ist, dann lass es. Dann machen wir mal weiter. Vlog des Drachen 2. Immer diese Mitternachtsideen. Donnerstag, 23.10.2014. Wolkenlos 4 bis 10 Grad. Mal gucken, vielleicht ist Mitternacht. Metal-Leute! Hi, bist du laut, Junge. Warte mal. Jetzt. Servus und herzlich willkommen beim Drachenvlog. Oh yeah! Oh nee! So, ihr fragt euch, schon wieder ein Vlog? Ja. Ja, denn ich habe mir gedacht, Vlogging und so weiter will ich ja ein bisschen häufiger machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, scheiß drauf, mache ich jetzt direkt nochmal einen Vlog. Eine Frage, Rainer. Ist bei dem Video jetzt was schief gelaufen oder hast du Butter auf die Linse geschmiert? Das sieht alles so verwaschen aus. Denn ich habe heute, und das habe ich auf Twitter vorhin gepostet, um 1 Uhr nachts oder was, ich war schon im Bett gelegen, habe schon gepennt, beziehungsweise ich habe nicht gepennt, ich habe wieder mal über Gott und die Welt nachgedacht, was bei mir nicht ungewöhnlich ist, und habe echt wirklich, war wieder mal eine Stunde lang wach gelegen. Einfach mal so eine Stunde wach liegen. Kommt gut. Also habe ich so ein bisschen so drüber nachgedacht und wie üblich kommen mir da Ideen für Videos. Normalerweise bin ich so, ich will mir das aufschreiben, mach's dann aber nicht und lege mich dann trotzdem hin und schlaf weiter. Du liegst doch schon. Und dann schlafe ich halt. Das ist natürlich ein Fehler, weil am nächsten Tag weiß ich, ich hatte eine geile Idee, aber die habe ich nicht umgesetzt. Und weil ich es nicht aufgeschrieben habe, weiß ich nicht mehr, um was es in der Idee ging und kann mir dadurch auch den Gedanken nicht zurückholen. Du, das macht überhaupt nichts, Rainer, weil auch wenn du es aufschreibst, jetzt mal angenommen, du kannst am nächsten Tag noch entziffern, was da steht, war es A sowieso keine geile Idee und B wirst du es nicht umsetzen. Also von daher, spar das Papier, tu was für die Umwelt. Was sehr ärgerlich ist. Dieses Mal habe ich mir das eben anders vorgenommen. Ich wollte dieses Thema schon länger ansprechen, habe auch schon oft überlegt, ob ich es mache. Und habe jetzt in der letzten Zeit mit einigen Leuten über das Thema auch sowohl in meinem Privatleben als auch jetzt mit ein paar Leuten, die ich halt über YouTube und generell halt über das ganze YouTube-Drachenlord-Zeug kennengelernt habe, habe ich mich mit denen über das Thema unterhalten und habe dadurch wieder gedacht, ja, ich muss damit mal wirklich mit euch reden auch. Irgendwie bekomme ich gerade Angst. Auf Drachenlord kommt das Video, das ist jetzt nicht das hier, sondern das ist ein anderes Video, das ich heute noch drehen möchte oder zumindest jetzt die Skripte dafür schreiben und dann in den nächsten 1-2 Tagen das Ganze dann aufnehmen und schneiden und hochladen. Wann ich das Ganze bringe, weiß ich noch nicht. Ich möchte es eigentlich möglichst morgen spätestens hochladen können. Also macht euch darauf gefasst, dass es relativ schnell kommt. Man sollte sich bei ihm darauf gefasst machen, dass irgendwas schnell kommt. Okay. Aber ich kann euch nichts versprechen.
Es ist nur der Wunsch, es möglichst schnell zu machen. Ob ich das zeitlich umsetzen kann, ist dann die andere Frage. Und bevor ich euch jetzt lange weiterhin auf die Folter spanne, es geht um das Thema Sex. Donnerwetter. Wer hätte das gedacht? Für die Jüngeren ist es vielleicht ein bisschen so Kicherthema noch. Kommt drauf an, wie jung die sind, Rainer. Kommt auf euer Alter an, natürlich. Wobei auch die Älteren wahrscheinlich ein bisschen kichern werden. Auch schlecht gealtert vom Thema Sex direkt zum Thema für die Jüngeren. Also, schwierig. Im Thema Sex ist eine Sache absolut tabu. Das Tabu. Das ist nämlich genau der Witz dran, wenn man sich mit dem Thema, wenn man natürlich alt genug ist und alles und sich mit dem Thema dann anfängt zu beschäftigen, sollte man eines ganz schnell lernen und verinnerlichen. Man sollte mit seinem Partner oder seiner Partnerin offen über das Thema Sex sprechen können. Man sollte nicht irgendwie ständig kichern müssen dabei, also man kann schon mal ein bisschen Späßle und so weiter machen, das ist natürlich... Ah, okay, ein Glück, dass es noch erlaubt. Ich hatte schon Angst. Ganz normal und ganz okay, aber man sollte auch ganz normal und ernsthaft über das Thema reden können. Ich finde auch, man kann schon mal lachen, wenn man sagt Penis oder Scheide oder sonst was. Aber okay, er dürft jetzt also lachen. Er hat's gesagt, ihr dürft lachen. Hat ich gelacht? Gut, machen wir weiter. Ich finde, man sollte auch ernsthaft über das Thema miteinander sprechen können. Einfach, und das habe ich, ich lese sehr viele wissenschaftliche Studien über... Rainer, also du lesen, ne? Wissen wir ja, aber du hast in deinem Leben noch keine wissenschaftliche Studie gesehen. Du würdest so ein Ding nicht erkennen, wenn es vor dir liegt. Wenn auf RTL 2 irgendeine Doku-Soap läuft, hältst du das für eine wissenschaftliche Studie? Du hältst Stargate für eine wissenschaftliche Studie. Das Thema Sex, weil mich das nicht nur im Sinne von Erektion und Geilheit anmacht, sondern ich finde auch generell die ganze Theorie zu dem ganzen Thema und auch die ganze Praxis natürlich auch. Ja, Rainer, zur Praxis wirst du es nie bringen. Bleib du mal bei der Theorie. Ist besser für alle. Finde ich ziemlich cool. Es gibt zum Beispiel Techniken, ich werde euch nicht über die Techniken aufklären, zumindest noch nicht, weil dafür gibt es einen anderen YouTube-Kanal, der wesentlich besser dafür geeignet ist als ich. Und ich das Thema auch nicht ewig weit ausdehnen möchte. Er hat denen gesagt. Ja, also genau das meine ich zum Beispiel. Ja? Wenn ich jetzt irgendwelche Sachen sage, das sind sehr schnell, kann man sowas in Zweideutigkeiten umwandeln. Speziell, wenn man über ein Thema spricht, in dem es um Sex geht. Ein Thema, in dem es um Sex geht. Rainer, neulich hattest du über einen geplanten Zoobesuch gesprochen. Es gibt keinen Zusammenhang. Ja, dann kann man zum Beispiel sagen, ist ein hartes Thema. Kann man natürlich gleich wieder drüber lachen. Ich lache jetzt nicht, weil ich das, wie gesagt, alles für ernst halte und... Ja, und weil Härte ist ja auch was... Wobei, 2 Millimeter können nicht hängen. Natürlich kann man drüber lachen und drüber Witzle machen, aber man sollte sich eben auch ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen. So, genug von der Theorie, erzähl über das Ganze. Drohst du uns jetzt gerade Praxis an, Rainer? Ich bin halt im Bett gelegen, hab drüber nachgedacht, bin aufgestanden und hab mich hier hingesetzt. Hab ein bisschen Musik gehört, wie ich das immer mache, und hab dann überlegt, als ich das Skript angefangen habe zu schreiben, ich möchte ein Intro haben. Dann mach dir eins. Problem ist, ich hab kein Intro. Ja, dann mach dir eins. Ich habe zwar eins, aber ich möchte eigentlich ein neues, ich möchte was ganz Neues machen. Ich möchte, Drachenlord hat jetzt auf einen neuen Level angefangen. Drachenvlog ist sowieso ein komplett neuer Kanal für alle. Auch wenn wir hier schon wahnsinnig krass jetzt drauf sind, wenn man bedenkt schon, der ist jetzt ja noch nicht mehr eine Woche alt und sind schon mehr als 300 Leute hier. Das ist voll krass, ihr seid echt geil, Leute. Jedenfalls, ich finde das richtig genial und möchte da ein komplett neues Kapitel aufschlagen. Ich habe... Auf YouTube bin ich ja YouTube-Partner. Ich weiß nicht, ob man auf dieses Ding zugreifen kann, wenn man kein Partner ist. Ich vermute nein, aber ich weiß es nicht. Es gibt auf YouTube, wenn ihr in eurem YouTube-Studio seid, also wenn ihr dann links, dann habt ihr oben den Manager, Community, Kanal, Analytics, erstellen. Und unter erstellen habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr habt einmal den Video-Editor und einmal die Audiobibliothek. In der Audiobibliothek sind...
In der Audi-Bibliothek, da gibt's nur Audis, keine VWs. Moment, ich kann mal auf die Shortlist gehen. Alternativ Punkrock, Ambient. Ambient ist übrigens so... Danke, Rainer, wir wissen, was das ist. Ein wenig so eine ruhige Musik, ein wenig so eine atmosphärische Musik. Ambiente nennt man das Ganze, oder Ambient. Country, Folk, Dance, elektronisch, also so Dance-Elektromusik, Filmmusik. Dann haben wir Hip-Hop und R&B, Jazz und Blues, Klassisch, Pop, R&B und Soul, Reggae, Rock und Urlaub. Urlaub weiß ich auch nicht genau, was ich mir darunter vorstellen soll. Ja, Urlaub, da ist halt keine Musik, weil die Musiker im Urlaub sind, ist doch logisch. Mein lieber Schulli, du weißt ja gar nichts. Vielleicht ein wenig so Strandmusik und sowas oder ein wenig so Alpenmusik, keine Ahnung. Ja, Strandmusik, da bläst einer auf einer Muschel. Jedenfalls sowas halt. Ich bin jetzt in dem Fall jetzt hier im Rock-Bereich, weil ich natürlich Rock und Metal in meinem Kanal mache und höre. Und weil das super passt als Intro für Sex. Jetzt habe ich allerdings hier ein bisschen rumgestöbert und habe hier zwei Sachen gefunden, die mir ganz besonders gut gefallen und die ich in meinen Videos vielleicht öfter mal verwende, beziehungsweise daraus auch ein Intro schneiden werde. Ich weiß noch nicht genau, wie das hinhaut, welches von den beiden ich nehme, aber ich werde euch beide mal kurz vorspielen, weil das Ganze ist ja lizenzfrei und ich darf das als YouTube-Partner verwenden. Das ist das Geile daran. Das erste heißt Stereo Innings. Und wie heißt das? Ist 2,22 Minuten lang. Beinahe 2,22. Nach dem Komma werden die Ziffern einzeln ausgesprochen. Ach, komm, vergiss das. Also zwei, nicht ganz 2,5 Minuten. Ist von Ancient Mixes oder Mix Shell. Ich hoffe, das ist auch richtig ausgesprochen, wie auch immer. Anton der Mixer. Das ist, glaube ich, ein Kumpel von diesem Zick-Zick-Zylister. Rock und Wütend, also das ist das Genre quasi dann. Das ist dieses Rock und Wütend-Bereich. Deswegen so was Krasseres. Rock und Wütend. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns jetzt einfach mal kurz an. Man hört natürlich schon, das ist richtig krass und richtig aggressiv auf einen Schlag. Finde ich echt cool und muss ich sagen, finde ich richtig, richtig geil. Nimm das, das passt super zum Thema Sex. Also das ist auch genau die Musik, die ich mir vorstelle, wenn ich dann meiner Freundin ausdenken, mal romantisch zusammen bin, da müsste genau das im Hintergrund laufen. Aber natürlich auch volle Lautstärke. Das zweite fängt ein bisschen ruhiger an, das machen wir jetzt mal auch an. Das heißt The Wrong Way. Oder Wrong Way, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Englisch und so weiter. The Wrong Way. Kennst du doch, Mr. Wong. The Wrong Way. 2,45, also das ist ein bisschen länger. Von Silent Partner. Den habe ich schon länger im Auge, weil der macht mehrere Videos oder mehrere Musik hier zum sich ziehen für Videos und YouTube und so weiter. Und der hat echt was drauf, also müsst ihr euch mal anhören. Es ist auch Rock und ist auch wütend, also ist auch aus diesem gleichen Genre wie das andere gerade. Und es fängt, wie gesagt, ein bisschen ruhiger an, geht aber richtig krass weiter. Und diese zwei sind momentan Sachen, die mir richtig gut gefallen. Ich habe noch mehr gefunden, aber ich kann euch das jetzt nicht alles zeigen, das wäre krank. Aber das sind so Sachen, die mir jetzt echt gut gefallen. Ja, die sind ganz toll, Rainer. Und passen auch super zum Thema. Also die sind romantisch, da kommt wirklich so Kuschelstimmung auf, finde ich. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch kurz Sachen sagen, wie es gibt ja keine Kommentare mehr auf YouTube. Doch, gibt es. Nur bei dir nicht, weil du sie immer sperrst. Die Sache ist die, viele meiner Fans haben mich auch angeschrieben im Privat, im Chat und so weiter und so fort und haben gemeint, dass sie das ganze Kommentarzeug überhaupt nicht nutzen. Ja, wie auch, wenn die Kommentare immer deaktiviert sind. Was mir wiederum, also sie lesen da oft einmal was und sagen mir auch oft einmal, ey, das ist voll assi, könntest du da mal irgendwas machen bitte? Und dann lösche ich das meistens auch, weil es voll assi meistens ist. Aber viele von euch
also von den Fans schreiben mich ja meistens über Facebook, über Twitter, über Instagram. Über Instagram vielleicht nicht unbedingt, aber über Facebook habe ich schon was gekriegt, über Twitter habe ich schon was bekommen. Ja, manche stehen auch auf dem Berg und geben Rauchzeichen. Hab dem immer wieder angeschrieben, ey, kannst du da nicht irgendwas machen? Und das habe ich dann auch immer gemacht. Und die Kommentare habe ich von mehreren Leuten gesagt bekommen, ich soll die deaktivieren. Das habe ich gemacht und ja, als nächstes eine kurze Sache zu dem Thema Creeper Dark Horse, glaube ich, wurde Kasper ausgesprochen. Er springt heute wieder wild von Thema zu Thema. Ich sag deswegen Kasper, weil mich ein Hip-Hopper dissen will. Hip-Hopper, ich weiß gar nicht, ob der Hip-Hopper ist oder nicht, er macht auf jeden Fall Raps und hat einen Drachenlord-Rap gemacht. Oh, ist doch schön. Fick dich, du Assi. Du hast doch gegen mich überhaupt keine Chance. Das Coole ist, dass jetzt halt klar, weil ich ja dieses Hip-Hop-Video auf meinem anderen Kanal gemacht habe, das so dargestellt wird, als wäre ich derjenige, der jetzt quasi gegen ihn rappt oder sonstigen Scheiß. Hallo? Es war ein Gaudi-Video. Ach so, das war lustig gemeint. Ich und Rappen? Ja, sogar dafür bist du zu doof. Sagen die Leute. Ich kann Beatboxen, ja, aber... Nein. Ich werde nicht rappen und das Beatboxen, das mache ich meistens auch nur aus dummer Ding, wenn ich da am PC sitze und nicht drüber nachdenke. Also immer. Wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn. Metal für alle. Creeper Dark Horse, mach was du willst, das interessiert mich ja, du bist ein großer Troll. Das war auch schon alles. Nicht im Sinne von diesem schönen Troll hier, sondern im Sinne von du bist ein Troll. Denn das ganze Zeug von diesen Lach-Typen da, das ist ja alles von dir ausgegangen, wie ich am Anfang mitgekriegt habe irgendwie. Und da hat er irgendwie das ganze Zeug von mir gepostet, von sich gepostet, kein Plan. Also ich habe von den Typen, ich habe überhaupt nichts mit dem Typen zu schaffen und ich will mit dem Typen auch gar nichts zu schaffen haben. Vor allem, viele meiner Fans haben mich ja angeschrieben, ey, hast du das mitgekriegt? Die Pflaume hat da ein Video über dich gemacht, ein Hopper disst dich, das ist ja wohl voll der Witz. Naja, ich sag's mal so. Ich habe vor einigen Monaten ein Video gehabt. Das hat gehoppt. Er hat ein Video gehoppt. Habe ich auch, glaube ich, gar nicht erwähnt. Mit Absicht nicht. Das ist auch mittlerweile verschwunden, habe ich gesehen. Das hat sich genannt Drachenlord Diss. Da war ein Hopper, der hat über mich gerappt und hat irgendwie gemeint, dass ich halt voll schlecht bin. Ja gut, da hat er eine halbwegs ausgeprägte Beobachtungsgabe. Dann dachte ich mir halt einfach, Junge, du kannst doch gar nicht rappen. Ich habe mich ja in meiner Schulzeit ich mich ja mit Hip-Hop auseinandergesetzt und ich höre ja auch teilweise Hip-Hop. Aber ich bin ja eigentlich Metaler. Ich habe nichts gemacht. Wie auch immer, ich fasse mich eigentlich gar nicht so in diesen Genres fest. Ich beiß mich gar nicht in den Genres so extrem fest. Aber was mich halt einfach zum Schmunzeln bringt, ist, die wollen über mich rappen und dann denke ich mir einfach nur, ich kann besser rappen wie die. Und das ohne Beat und ohne Rhythmus und ohne alles und bin trotzdem besser. Ich meine... Den Rap, den... Ich weiß nicht, ob das irgendeine bestimmte Sonderrecht-Rap-Ragging ist. Aber, Das war das schon Rap. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas Bestimmtes von denen ist oder nicht, aber auf jeden Fall stimmt eins, auf jeden Fall. Es ist Schmarre. Wie auch immer. Fakt ist auf jeden Fall, dass es völliger Blödsinn ist, was er da gemacht hat. Und ich habe dich in meinem Leben noch nicht gesehen, ich habe dich in meinem Leben noch nicht gesprochen und ich habe vor allem in deinem Leben, ich habe in meinem Leben vor allem noch nie was mit dir zu tun gehabt. Und da frage ich mich ernsthaft, hast du es wirklich nötig, dich mit mir anzulegen, beziehungsweise dich mit mir anzulegen, weil ich lege mich mit dem Kasper ja gar nicht an. Ja, er soll machen, was er will, er ist YouTuber. Ich sag dir das deutlich. Alter, hat das eigentlich einen tieferen Sinn, dass du die Stelle beschleunigt hast? Falls du das Video hier irgendwie guckst oder deine Fans sich darauf aufmerksam machen oder was, ich sag dir das ganz deutlich, was ich davon halte. Du und ich, wir sind beides kleine Scheiße an YouTubern. Da gibt's YouTuber da draußen, die singen und machen und was weiß ich und sind da mit mehreren Millionen Abos dabei. Das sind wir ein Witz dagegen und ich habe gar keine Lust, mich mit jemandem wie dir anzulegen. Achso, du willst dich nur mit großen Scheißern anlegen. Ich lege mich generell mit niemandem an, weil YouTube ist keine Plattform, wo man sich gegenseitig stresst, sondern es ist eine Plattform, wo man miteinander arbeitet. Ah ja. So, so. Als YouTuber. Ich meine... Wenn ich mir die großen YouTuber anschaue, Alblali, Lifloid, Apple War Pictures, wie gibt's noch? Mr. Trashpack, Dr. Allwissens, German Let's Play, das ist ein Let's Player. Dann gibt's noch den, also klar ist ein Let's Player, aber ich meine jetzt halt im Sinne von, das ist kein YouTuber an sich, sondern ein Let's Player, der macht Videospiele. Dann hätten wir zum Beispiel noch Ungefilmt, Ungespielt, das ist eine Person. Dann haben wir noch in Tabel, in Adi, der hat seinen eigenen Kanal, in Tommy, der ist von Apple War, Adi war ursprünglich bei Apple War. Da gibt's so viele gigantische YouTuber. Ein paar Leute kenne ich, ein paar Leute kenne ich nicht, und ich habe aber, das Witzige ist ja daran, ich krieg gleich einen Schreikrampf. Wenn ich wollte, könnte ich theoretisch gesehen mit verschiedenen YouTubern, die ich kenne, die auch groß sind, sagen, pass auf, kannst du mir da mal wegen was machen? Kannst mich vielleicht versuchen, wegen zu ziehen? Könnte ich machen. Ja, wahrscheinlich werden die aber sagen, geht ja mal bums, ne?
Mache ich aber nicht. Warum nicht? Weil ich das von alleine schaffen will. Ich habe das zu mehreren YouTubern schon gesagt. Und ich habe mich hat auch schon einmal einer angeschrieben, der hatte, ich glaube, 50.000 oder was. Das war nicht MasterChan, das war jemand anderes. MasterChan gibt es dann auch noch, der hat auch 40.000, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, ein bisschen mehr wie 40.000 oder so. Was ist jetzt schon 50.000? Dann tut es mir leid. Aber ich sage das immer wieder deutlich dazu. Och Mensch, Rainer, was soll denn der Blödsinn? Ich möchte nicht gezogen werden, ich möchte es von alleine schaffen. Denn wenn ich dann am Ende oben bin, oder wenn ich aber an bestimmten Punkten dann mit anderen YouTubern zusammenarbeite, würde ich mich natürlich darüber freuen. Ich würde mich auch jetzt schon darüber freuen, aber dann würde das halt so dastehen, ich habe mich jetzt halt doch ziehen lassen. Ja, also was soll ich jetzt dazu sagen? Das Video wird jetzt ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Lange nicht. Ja, und dümmer vor allem. Nee, kurz der Sinn. Metal Perle. Lieber Darkos, ich sag dir deutlich, was ich von dir halte. Mach dein Ding, ich mach mein Ding. Und ich habe auch... Ja. Kribadakos, mach du dein Ding, er sucht sein Ding. Ich habe mittlerweile ja schon gesagt, ich habe auch gerne mal die Absicht, mich irgendwie mit irgendjemandem anzulegen, weil ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Ich habe in den letzten 5 Monaten, in den letzten 6 Monaten, habe ich das Ziel aus den Augen verloren, das ich eigentlich hatte ursprünglich. Und welches war das? Endlich eine Freundin bekommen? Ich wollte mit meinem Kanal was verändern, ich wollte mit meinem Kanal was erreichen. Und ich wollte vor allem mit meinem Kanal auf die Art und Weise was erreichen, dass ich mein Ding mache. Ich habe mich zu sehr drauf fixiert, mache ich das, was der macht, mache ich das, was der macht, könnte ich da irgendwas verbessern, könnte ich da irgendwas verbessern. In diesem ganzen Verbesserungswahn habe ich mein eigentliches Ziel aus den Augen verloren, ich zu sein, meine Videos zu machen, wie sie mir passen und wie ich Lust drauf habe. Ja, das war das Problem. Er wollte sein Ding machen und was kam raus? Sein Dong. Das war das Problem, all die Monate. Aber jetzt geht er zurück zum Ding, zu seinem inneren Dotter quasi und ja, ab jetzt geht's bergauf, aber steil. Weil ganz ehrlich, die ganz alten Fans, im Sinne von die ganz alten Fans, die schon lange dabei sind, haben mir das immer wieder gesagt, wenn ich sie wo getroffen habe und auf Summer Breeze, haben mir das so viele gesagt, mach dein Ding, mach das so, wie du es gemacht hast immer. Ich habe dich von Anfang an geschaut, ich habe alle deine Videos gesehen, haben ein paar sogar gesagt. Es gab sogar 2, 3, die gesagt haben, ich hab meine ganzen Videos gesehen. Und ich finde, am Anfang warst du viel besser, du hast dein ganzes Ding so gemacht, wie du wolltest und damit hast du richtig was geschafft. Und also ich frage mich wirklich, warum er den Stuss beschleunigt. Was soll das? Dadurch bin ich ja auch groß geworden. Groß in Junge. Nee. Und dann natürlich dieses ganze Hater-Gedöns. Das war dann natürlich auch wieder so ein Schwachsinn, was ich da abgezogen habe. Natürlich, das war ich. Das war einfach diese blöde Laune von mir, die ich Lust hatte, und da ein bisschen Scheiß zu machen. Aber Fakt ist, dass ich da alles aus den Augen verloren habe, was ich eigentlich wollte. Also, ganz ehrlich, lieber Darkos, dein Video gefällt mir persönlich nicht, weil es einfach schlecht ist, meiner Meinung nach. Aber es ist dein Ding und dafür meinen Respekt, dass du machst, was du machst. Ich würde nur gerne darum bitten, dass in Zukunft meine Videos und mich in Ruhe lässt, weil ich mein Ding mache und du dein Ding machst. Und damit hat sich die Sache erledigt. Du kannst rappen, über was du willst. Du hast mir da so eine freundliche E-Mail geschickt, die zugegeben ziemlich assi war. Und ich gleich zu Sau gemacht wurde, was mir einfallen würde, dass ich denen irgendwie vorschreiben würde, was er rappt. Hä? Wann habe ich das je gemacht? Ich sagte, dein Rap ist schlecht. Das ist alles, was ich gesagt habe. Das Thema über Sex kommt. Das heißt, für dein wilder Sprung. Der Rap von Kribadakos ist schlecht und das Thema Sex kommt. Ich würde es gerne heute noch... Boah, Junge, hör doch mal auf mit dem Scheiß. ...dass ich es morgen hochladen kann, spätestens. Vielleicht kommt sogar noch heute Nachmittag. Das Video werde ich auf jeden Fall jetzt gleich schneiden, während ich das Skript schreibe fürs andere. Dann danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid dabei. Falls euch das Thema Sex interessiert, könnt ihr auf meinem anderen Kanal vorbeischauen. Ansonsten empfehle ich euch den Kanal 61 Minuten Sex. Das ist ein Kanal von Jan und Chana, heißen die beiden. Und die beiden machen das Thema Sex schon relativ lange. Der ganze Kanal 61 Minuten Sex geht um dieses Thema Sex. Ich möchte denen auch gar nicht in die Parade fahren, weil die machen echt einen guten Job. Ich kommentiere auch, ich schreibe da auch, ich schaue mir die Videos an, ich bewerte die Videos positiv, wenn sie mir gefallen, was die meistens tun oder was sie meistens sind. Ich werde euch... Ich schreie gleich. ...das mal irgendwo verlinken, irgendwie in der Beschreibung oder sowas werde ich das mit reinsetzen, wenn ich dran denke. Ich habe einen Instagram-Account, Also Rainer, du... Du strapazierst meine Geduld heute aber ganz schön, muss ich sagen. Ein Twitter-Account, ich habe einen Metal Flirt-Account, da könnt ihr mich überall adden, da nehme ich euch überall an. Bloß auf meinen privaten Facebook. Hat er den eigentlich noch, Metal Flirt? Facebook-Account nehme ich euch nicht an und meine Facebook-Seite existiert nicht mehr. Beziehungsweise sie existiert schon noch technisch gesehen. Aber ich habe sie deoffizialisiert. Oh, er hat sie deoffizialisiert. Schade, Rainer. Geil, das ist ein neues Wort. Ja, ganz toll. Deoffizialisiert. Jedenfalls ist es nicht mehr offline, nicht mehr online und ihr könnt es nicht mehr anschauen und in ungefähr 13 Tagen wird sie gelöscht sein. Zu dem Thema werde ich noch ein anderes, spezielles, kleines Video machen, weil ich will das Ganze in Zukunft auf meine komplette Webseite fixieren. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Metal
Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Oh yeah. Rainer, was sollte das denn? Also dieses von Thema zu Thema springen. Aber dann noch dieses komplett sinnlose Beschleunigen. Was sollte der Quatsch? Das ist doch einfach nur noch kompletter Blödsinn. Junge, mal gucken, ob er das jetzt auch nochmal macht. Vlog des Drachen 3. YouTube wegen verkehrswidrigen Verhalten angezeigt. Jemand hat YouTube angezeigt, weil die sich verkehrswidrig verhalten? Wie das denn? Ist YouTube verkehrt rum in die Einbahnstraße gefahren? Machen die das? Darf man doch gar nicht. Freitag, 24.10.2014, wolkenlos, 3 bis 13 Grad. Ja, dann gucken wir mal, was YouTube Böses gemacht hat. Hoffentlich verliert YouTube nicht den Führerschein. Metal-Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Hallo, Reini. Es gibt hier wieder mal einen Vlog des Drachen, heute schon wieder. Und es wird auch in der nächsten Zeit öfter solche Vlogs geben. Ich weiß noch nicht, wie häufig ich die machen werde, aber es wird in der nächsten Zeit auf jeden Fall öfter der Fall sein. Als allererstes einmal möchte ich kurz mit euch über Creeper Darkus sprechen. Ich habe schon wieder, juhu. Ich habe gesagt, ich will ihn eigentlich nicht mehr erwähnen. Ja, und wir wissen ja, wenn du was sagst, dann machst du meistens genau das Gegenteil davon. Wir haben jetzt allerdings nochmal miteinander geschrieben, also beziehungsweise er hat mich auf Facebook angeschrieben. Und wir haben uns da nochmal drüber unterhalten. Schon wieder Thema Facebook, Mano. Über das ganze Thema Creeper Darkus, Drachenlord, Creeper Darkus und den ganzen Schwachsinn da, was da abgeht. Er ist meiner Meinung zum Thema, er macht sein Ding, ich mach mein Ding. Er wird es, so viel ich weiß, auch in seinem Video nochmal erwähnen. Also für den Fall, dass er es erwähnt hat und ihr von Creeper Darkus hier seid. Ich habe eigentlich keinen Stress mit ihm. Ich werde mit ihm nichts machen, weil seine Videos mir nicht taugen. Das ist für mich in Ordnung, wenn er das meint. Ich schaue ihn nicht. Ich habe ihn auch nicht abonniert. Das ist, das weiß er auch. Gut, wie dem auch sei, bevor ich jetzt mir hier einen großen Ast laber. Rainer, du hast schon ganze Bilder voll gequatscht. Wollen wir heute mal über das Thema jetzt sprechen, um das es auch noch unter anderem geht. YouTuber angezeigt wegen verkehrswidrigem Verhalten. Ach so, nur ein YouTuber. Ich dachte schon, ganz YouTube wäre angezeigt worden. Das wäre ja ein bisschen ungünstig. Passt eigentlich ganz YouTube in ein Auto? Die haben doch viele, viele Mitarbeiter, oder? Moment, wie war die genaue Anklage? Ich habe hier den Brief von der Polizei in der Hand. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Uiuiuiui, wer macht denn sowas? Da sitzt ja zum Beispiel schon mal einer. Der Hauptkommissar Geles ist das gewesen, aus Neustadt. Ich weiß nicht, darf man den Namen einfach so nennen? Was natürlich völliger Blödsinn ist. Was ist Blödsinn? Dass der aus Neustadt ist? Oder dass er Hauptkommissar ist? Der Hauptkommissar Geles hat mich natürlich schon... Der Hauptkommissar Geles hat mich auch bereits über meine E-Mail angeschrieben. Da habe ich nicht reagiert, weil ich natürlich erstmal dachte, das ist wieder irgendein Troll oder ein Hater, der mich da verarschen will. Und ich da halt mir gedacht habe, die Polizei schreibt mich doch nicht über E-Mail an. Würde ich normalerweise auch von ausgehen. Also wenn mir jemand eine E-Mail schreibt und sagt, moin, ich bin von der Polizei hier, pipapuff... Das landet schneller im Spam-Ordner, als der Lalülala sagen kann. Gewöhnlich fahren die halt bei mir im Hof rein oder schreiben oder rufen mich an. Also bei uns, also, denke ich mal, Briefe, oder? Wer schreibt, der bleibt. Die Sache ist, telefonisch hätte er mich sogar erreichen können. Bloß irgendwie habe ich das nicht gemerkt, dass mich da jemand angerufen hat. Das habe ich erst da am Tag danach gesehen. Ja, das ist wohl so ähnlich wie mit den Briefen von Energy und so. Die kommen ja auch nie bei dir an. Gut, jetzt habe ich wieder meine Nachricht bekommen. Einen kleinen Moment. Gut, ich habe jetzt gerade ich schreibe ja ab und zu mal mit Fans mittlerweile im Skype. Also nicht wundern. Gut. Während du Video aufnimmst. Finde ich gut. Mach mal schön Fanmanagement. Wie gesagt, ich habe dann mit dem Herrn Hauptkommissar Geles gesprochen. Er meinte, dass ich da rechtlich... wahrscheinlich keine Folgen zu erwarten habe, weil es gab auf dem Video nichts, was man irgendwie mir ankreiden hätte können. Bin ganz normal gefahren, bin da zu schnell gefahren. Es waren keine anderen Verkehrsteilnehmer da, das ist sowieso nichts. War eine weitere Zulastlegung, Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Rainer, vielleicht erzählst du erstmal, worum es überhaupt geht. Um was geht's? War es das Video, wo er morgens zum Bäcker heizt und dabei filmt? Und ich habe nur da gefilmt, wo jetzt auch keine Gefahr in Sicht war. Ah. Aber eine Gefahr kann jederzeit auftauchen, Rainer. Also,
Auch wenn man keine Gefahr sieht, hinterm nächsten Gebüsch kann zum Beispiel ein liebes kleines Rehlein stehen. Oder ein Kind, das Fußball spielt und den Ball hinterher rennt. Oder ein Radfahrer oder einer mit dem Moped. Das ist alles ein bisschen so ein Blödsinn gewesen. Also ich brauche da wahrscheinlich nichts zu befürchten. Das geht jetzt alles an den Staatsanwalt, weil die Polizei ist ja ein Helfer des Staatsanwalts. Der Staatsanwalt hat aber da in dem Punkt das letzte Wort. Beziehungsweise wenn es jetzt noch vors Gericht gehen würde, hätte natürlich dann der Richter beziehungsweise die Geschworenen. Ja, da kommen dann 12 Geschworene und beraten darüber, darf Rainer, während er zum Bäcker fährt, filmen, ja oder nein? Und dann sagen die natürlich, natürlich darf er das. Er ist doch Rudi Saibur. Dann eben das letzte Wort. Aber in diesem Fall würde es wahrscheinlich nicht vors Gericht gehen, weil es eben, es gab halt keine Gefährdung. Und das ist eben... Also, es gab keine Gefährdung, weil ja gerade zufälligerweise kein anderer da war. Das ist toll. Also dürfte man eigentlich auch, wenn man jetzt besoffen irgendwo langfährt und da ist sonst keiner, gefährdet man ja auch niemanden, dann müsste man doch auch besoffen rumfahren dürfen, oder? So alles tutti. Junge, Junge. Eben dann der Punkt. Ich habe da eben mit ihm drüber gesprochen und dann hat es hingehauen. So, als nächstes wollte ich jetzt jemanden grüßen. Und zwar einmal die Janina grüßen. Hi an der Stelle. Dann soll ich noch ihren Kumpel Kevin grüßen. Also Servus und Grüße an dieser Stelle. Das war es dann auch so soweit zu dem Punkt. Wie gesagt, zu diesem Polizeizeug, ich kann euch immer auf dem Laufenden halten, falls da noch was abkommt, aber geht da mal davon aus, dass da nichts passiert, weil... Ja, wir kennen ja das Winklerglück. In Deutschland ist es nicht verboten, mit einer Hand am Steuer zu sein. Es ist aber verboten, ein Handy dabei zu haben. Also in der Hand. Und eine Gefährdung von... Ich habe keinen Alkoholintus gehabt und es gab ansonsten auch nichts rechtlich Widerrechtliches, was ich... Abgesehen vom Handy? ...da abgezogen habe. Abgesehen davon, dass sowieso jemand nebendran saß, der gefilmt hat, aber das hat man natürlich nicht gesehen, weil ich das rausgeschnitten habe. Ah ja, da war einer deiner vielen Kumpels nebendran gesessen und der hat so gefilmt, dass es so aussieht, als würde es... Ja, ist klar. Das wäre es dann soweit erst einmal von dem Punkt. Dann wollen wir mal über die Webseite sprechen. Also... Oh nein... Ernsthaft jetzt? Die Webseite, also meine Webseite soll in Zukunft die Facebook-Seite ersetzen. Die Facebook-Seite gibt es ja nicht mehr, habt ihr vielleicht schon mitgekriegt. Es gibt auf meiner Webseite allerdings ein paar Sachen, die Probleme darstellen. Ja, Problem 1, du hast die Seite erstellt. Punkt 1, es gibt kein Forum. Ich will ein Forum eigentlich erstellen, aber da haben wir schon mal Probleme und eigentlich, ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze umsetzen möchte. Lange Rede, kurzer Sinn. Metal für alle. Was mit der Webseite noch alles weiterhin passiert, ob es einen Chat geben würde und so weiter, das weiß ich noch nicht. Da werde ich mich mal drüber informieren und dann mal ein bisschen was recherchieren, ob das hinhaut. Auf gut Deutsch, es wird nie irgendwas passieren. So, eine weitere Sache, an der ich momentan rumbastel, das ist ein bisschen komplizierter. Ich möchte Drachenlord als Kleingewerbe nebenbei anmelden, also mein YouTube-Gedöns möchte ich als Nebengewerbe anmelden. Und das ist inwiefern kompliziert, Rainer? Da gehst du zum Rathaus, sagst, Mädel, wo ist denn hier der zuständige Mensch für Gewerbe? Dann gehst du dahin. Da musst du nicht schon was ausfüllen. Du sagst ihm nur, was du willst, und dann füllt der das für dich aus. Und dann zahlst du, was waren das irgendwie? War das 53 Euro oder sowas? Oder waren das damals 53 Mark? Irgendwie eine kleine Gebühr bezahlt man dann und dann ist das Thema durch. Warum? Punkt 1, ich kriege dann eine kleine Förderung vom Staat dazu. Als Kleingewerbe eine Förderung? Gab's sowas damals? Und könnte dann quasi von diesem Geld Equipment kaufen, wie zum Beispiel ein Mikrofon. 100 Poster oder 100 Sticker oder sowas machen. Patches oder sowas. Weil ich habe schon jemanden, der mir die druckt und alles. Und dann könnte ich dann nämlich mal was anschaffen von dem Zeug. Und dann könnte ich das auf meiner Webseite dann für euch anbieten, dass ihr das kaufen könnt. Die Möglichkeit von einem Nebengewerbe ist da eigentlich recht praktisch, weil ich würde nur das versteuern oder würde halt nur das versteuern müssen, rechtlich, was ich halt auch verdiene, was dann halt alles ordentlich... Ja, das ist ja bei Hauptgewerben nicht so. Da muss man ja auch Sachen versteuern, die man überhaupt nicht verdient. Deswegen gehen so viele Firmen pleite. Die verdienen nichts, aber müssen unglaublich viel versteuern. Hier Buchführung verlangt. Das ist anders als bei einem eigenen Unternehmen, wo man auch andere Sachen versteuern muss, unabhängig davon, ob man das Geld auch verdient hat oder nicht. Meint ihr da irgendwie diese Umsatzsteuervoranmeldung, wo man
abschätzen muss, wie viel. Rainer, wenn das nicht hinhaut, bekommt man dann wieder. Och, Mann. Worüber ich mich aber dann informieren würde und worum ich mich dann auch kümmern würde. Bisher habe ich mit dem Zeug ja schon zu tun, wegen meinem anderen Zeug, was ich alles mache. Ja, und er hat ja auch bei seinem Großonkel Cousin Alfred in der Anwaltskanzlei als Kind schon immer das Büro gemacht. Er kennt sich da aus, er hat ja im Management gearbeitet. Und deswegen ist es eigentlich keine große Sache. Darüber hinaus habe ich mir noch nicht große Gedanken gemacht, wie das mit YouTube weitergehen soll. Ich glaube zwar nicht, dass mir das jemals irgendwie krass was einbringen wird, beziehungsweise... Doch, Rainer, du schaffst es bestimmt noch zur 2-Millionen-Marke. Dass ich davon jemals leben kann. Wäre cool, natürlich, aber die Hoffnung ist erstens mal so gering und zweitens ist es so unwahrscheinlich, dass ich das nicht glaube, dass es jemals passiert. Wäre natürlich cool, auch für euch, weil ich da natürlich wesentlich mehr Videos machen kann, wesentlich mehr hochwertige Sachen machen kann, mit anderen YouTubern vielleicht auch mal zusammen was machen kann, das wäre halt richtig nice. Reidi, also jetzt mal abgesehen davon, dass du natürlich, wenn man mit YouTube ordentlich Kohle verdient, sich dann auch bessere Ausrüstung und Software und so kaufen kann, aber jetzt mal angenommen, du bist arbeitslos und hast den ganzen Tag Zeit. Hast du genauso viel Zeit für YouTube wie jemand, der Vollzeit-YouTuber ist? Und dann kannst du, abgesehen jetzt vom technischen Equipment, das du aus Geldmangel dann nicht so zur Verfügung hast, genauso gute Videos machen wie jemand, der das Vollzeit macht. Also was hält dich jetzt die ganze Zeit davon ab? Schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt. Jetzt machen wir erstmal das Jahr zu Ende. Das ist jetzt bald zu Ende. Und ich werde mich vielleicht auch noch an einem kleinen Horror-Special versuchen. Kündigt der da das erste Duschvideo an? Das kann ich euch noch nicht versprechen. Aber da werde ich vielleicht mal was machen. Als nächstes würde ich mal sagen, wir machen mal weiter. Eine Sache, die es noch bei mir gibt. Es gibt ja kein Facebook mehr. Ja, zum Glück. Es gibt Twitter, es gibt Instagram. Jetzt fängt er ja schon wieder an mit dem Scheiß. Rainer, kann es sein, dass du ein neues Schneidprogramm hast, also relativ neu, und gerade rausgefunden hast, hey, man kann ja Stellen ausschneiden und beschleunigen. Wäre das möglich? Das wirkt echt wie bei einem Kind, das was Neues rausgefunden hat und das jetzt bei jeder Gelegenheit anwendet. Ob es passt oder nicht, scheißegal. Ich habe Messelflirt, ihr könnt mich in Diablo adden, Drachenlord-Gilde einfach mal suchen, müsst ihr da finden. Da habe ich ja momentan niemanden, der sich drum kümmert, hoffe ich zumindest. Ich bin momentan in Diablo nicht online, weil mit dem Laptop bin ich da ein bisschen eingeschränkt technisch. Ansonsten, ich habe auch eine Gruppe auf Steam, nennt sich Drachen. Du hast eine Krippe auf Steam? Games, die müsst ihr auf meinem Drachen-Games-Kanal verlinkt sein, könnt ihr ja mal reinschauen. Ansonsten mache ich noch die Let's Plays, ich mache noch die Vlogs, jetzt hier auf dem Kanal und natürlich auf Drachenlord. Wo morgen oder übermorgen, also heute oder morgen ein Video kommen müsste, für euch heute oder morgen. Ein Video kommen müsste, wo es ums Thema Sex geht. Um Gottes Willen, ich hab Angst. Da werden auch die Kommentare aktiviert sein, weil ich mal wissen möchte, was ihr von dem Thema haltet. Sagen wir es mal so, es ist ein Thema, das du einem sehr verderben kannst. Und du solltest dich von dem Thema generell fernhalten. Möchte, dass ihr euch da auch ein bisschen mit reinsetzt, ja? Also sagt mir da, wie alt ihr seid. Was, wer soll uns reinsetzen? Sagt mir, was für ein Geschlecht ihr habt und so weiter. Ausreichend? Ach, davon abgesehen, das geht dich einen Scheiß an. Und sagt mir, ob ihr irgendein bestimmtes Thema wissen wollt oder sowas. Ich werde da ganz offen drüber sprechen, weil es ist ein Thema, über das man sich, da kann man auch mal drüber lachen, klar. Aber ich finde, es ist ein Thema, vor allem in unserer Zeit, dass man sich da wirklich ernsthaft mit beschäftigt. So, ich möchte den Vlog jetzt nicht zu lange werden und lassen. Und der ist wahrscheinlich schon wieder, ja, ist schon wieder 12 Minuten lang. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen was beschleunigt, wieder wie üblich. Ja, leider. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Drachenlord. Und ciao. Hi. Ja, gut, dann wissen wir ja, was sehr bald auf uns zukommen wird. Ich habe jetzt schon Angst. Wie sieht's aus? Wollen wir uns als Gruppe im Kloster anmelden oder treffen wir uns dann dort scheinbar zufällig? Welches Kloster genau? Ich habe gehört, Kloster Andex soll ganz gutes Bier haben. Wollen wir da eintreten? Ich kann mal dort anrufen und fragen, ob die so eine Gruppe, so sagen wir 200 Leute... Dann melden wir uns dort an. Vielleicht können wir den Laden ja direkt übernehmen. Ich meine, wenn wir da hinkommen, sagen wir, ey, wir machen ab jetzt Demokratie. Wie viele Mönche seid ihr? 30. Gut, wir sind 200. Ihr seid überstimmt. Jetzt hat La raus. Dann schaffen wir erstmal diese lustigen Frisuren ab. Die Kutten können gern bleiben. Ich finde die ganz schick, aber die Frisuren, das muss nicht sein. Ach ja, und dieses Religionsgedöns da. Also wenn schon, dann buddhistisch. So Shaolin-Kloster-Andex. Das wäre doch mal cool, oder? Nur ohne Kung-Fu. Ich hab Rücken.
Ja, ich habe ein bisschen Angst, das Video zu beenden, weil wenn ich es beende, bedeutet das, dass ich morgen schon das nächste aufnehmen muss und ich habe Angst, dass es da wirklich schon ums Thema Sex geht. Oh, Mami. Aber hilft ja nichts. Ich kann ja jetzt nicht 24 Stunden lang hier sitzen und warten. Also würde ich mal sagen, wir klappern gemeinsam Furcht, voller Furcht und Angst und in Erwartung des Schlimmsten mit den Zähnen. Und ja, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also möge das mit euch sein und ich gehe jetzt wieder, wie gehabt, in den Wald und schrei ein paar Bäume an. Tschö. So, schön gemacht, das war's. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.